Und jetzt gucke ich mir als allererstes natürlich erstmal das Video von Marius an, und zwar Next Level, denn das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin zwar schon seit langem eingeladen zum Event, das ist alles abgesprochen. Ich weiß ganz grob, worum es geht, aber eigentlich auch nicht. So, ich glaube, Sonntag findet das Ganze statt, wenn ich mich recht erinnere. Bin auf jeden Fall am Start, freue mich drauf, aber ich weiß noch gar nicht, worum es richtig geht, deswegen ziehe ich mir das jetzt erstmal rein. Es hat angefangen, dass ich immer mal die Idee hatte zu sagen, hey, wäre es nicht voll cool, eine Umgebung mit einer VR-Brille zu synchronisieren. Das heißt, wir bauen einen riesigen Parcours in einer Halle auf, 20 Tonnen schwer, übelst lang. Den läufst du aber nicht normal durch, sondern du ziehst dir so eine Brille auf. Und durch diese Brille... unter meine Augenlider, Alter! Und durch diese Brille sieht man ein Spiel, was wir selber programmiert haben. Und das Geile ist, wenn jetzt hier beim Parcours zum Beispiel diese Ecke ist, ist im Spiel auch diese Ecke da. Genau, das hatte er mir damals schon per Sprachnachricht grob geschildert. Genau, man hat VR-Brille drauf und man hat quasi eine reale Obstacle-Welt und die ist aber auch nachgebaut im Game. Ich glaube auf jeden Fall, Motion Sickness knallt richtig rein, mir wird kurz übel. Nur halt in schön. Und das heißt, man kann das ganze Spiel um sich herum anfassen. Klingt übelst krank. Gab's sowas schon mal? Das ist ja eigentlich voll die Next, wie das Projekt schon sagt, Next-Level-Idee, ne? Guck mal, hier oben sieht man übrigens schon mal Trimax, Revi, Julian Bam, Knossi, Julia Beautics, Papa Platte und viele mehr, ne? Das ist wirklich, hier sieht man dann wirklich, wie die Gewichtung stattgefunden hat. Wer ist am meisten Vivo im Hype? Nein, Spaß. Ich habe es leider nicht in den Titel geschafft. Ich bin in der Videobeschreibung drin, aber ja, das ist hier oben, Freunde. Das ist sie, die Creme de la Creme. Macht das Sinn? Ich glaube, ja. Dann irgendwann kam die zweite Idee dazu. 16.01. Ja. Wie geil wäre es eigentlich, wenn wir dann Leute irgendwie einladen, die dann vorbeikommen und dann halt auch so durch den Parcours durchlaufen. Mit anderen YouTubern und so. Dann hatten wir jetzt letztens noch die Idee, das Ganze als dickes Live-Turnier zu machen. Pyrotechnik. Was? Pyrotechnik? Okay, jetzt sieht man ja schon mal parkourmäßig was. Alter, ich werde mir so das Schienbein auframmeln an den Dingern. Läuft man da mit Schützern eigentlich? Irgendeinen designten Parcours, den Parcours selber aufbauen. Live-Technik, mehrere Kameras, Lichter, Laser, ich weiß nicht, was da alles noch. Keine Ahnung. Ja, das machen wir jetzt. Krank, Alter. Das hier ist jetzt der Start von der Doku-Reihe, wie wir probieren, die riesigste Game-Show, die krasseste Game-Show im deutschen Webvideo zu machen. Ich mache jetzt mal Balls auf den Tisch, das ist unser Ziel. Ich habe so viel Angst, dass ich es gerade am liebsten einfach sein lassen würde. Jo. Nein! Ich bin bei sowas gerne Gast. Mir macht das Spaß, aber ganz ehrlich, das Ding so selber zu organisieren, Alter, krieg ich ja noch mehr graue Haare. Was ist denn da so scheiße? Boah, geil gemacht auch hier. Next Level. Bam, wie das gerade so reinkam. Marius angeschrien. Erinnert mich so ein bisschen an, ja, so Portal oder sowas, ne? Ist ja übersick, Alter. Oh, zack, zack. Wie setzt man so ein Ding überhaupt um und wie plant man sowas überhaupt? Im Endeffekt haben wir es wie immer gemacht und einfach angefangen. Ich wollte gerade sagen, einfach erstmal irgendwie anfangen. Wir hatten uns sowas noch nie gemacht, ne? Wir hatten am Anfang erstmal noch keine eigene VR-Brille. Wir haben uns erstmal noch bei Thomas ausgeliehen. Und die ersten Versuche haben wir in Minecraft sogar erst gemacht, weil wir dachten, hey, wir bauen einfach schnell in Minecraft so eine Map und dann kannst du ja die einfach in VR testen. Und da haben wir schon gemerkt, selbst mit so einer Minecraft-Karte ist es schon scary. Oh mein Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da hochklettern soll. Geil, Alter, ob man das richtig einschätzen kann? So die Distanzen, das frage ich mich gerade. Wenn ich sowas sehe und da kommt ein Jump oder so, ob ich das dann auch wirklich überhaupt... Ich weiß es nicht, Alter. Ist das? Oh Gott. Ah, geil, er steht schon mal auf was drauf. Hier könnte ich jetzt theoretisch laufen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ach, crazy. Ich würde jetzt gerne weiter nach vorne laufen gerade. Aber mach bitte nicht. Das könnte echt funktionieren. Geil. Aber es ist ja auch klar, dass wir jetzt nicht einfach Minecraft nehmen können. Da hatten wir viel zu wenig Kontrolle. Und dann haben wir angefangen, noch ein extra eigenes Spiel zu entwickeln, was halt dann wirklich ganz exakt auf den Parcours angepasst werden kann, wo wir gar nicht limitiert sind von irgendwie Features, die wir machen können, weil theoretisch können wir alles reinprogrammieren. Das ist halt das Geile. Ich stelle mir das ganze Game... Yo, übelzig, Alter. Wie so eine schwebende Gedanken-Sci-Fi-Fantasie, wo auch ganze Sachen... Da kriege ich doch hier Epilepsieanfall, oder wie das heißt.
um dich herumschweben und alles so ein bisschen wirkt wie ja, in einem kreativen Kopf. Und die generelle Idee ist sowieso, dass es nicht einfach irgendeine Spielewelt ist, sondern vielleicht mehrere Spiele in dieser Parcourswelt miteinander vermischt. Ja, als wenn man so wirklich durch seine Spielefantasie läuft irgendwie. Wir kannten natürlich schon einige Leute so von anderen Sachen, von Festivals oder sonst sowas. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Aero-Jungs gefragt. Für die Live-Technik. Und über die dann auch wieder natürlich andere Leute kennengelernt und sowas. Das, was wir auch zuerst gemacht haben, war natürlich auch erstmal zu Annika zu gehen und zu sagen, hi Annika. Wir brauchen 80.000 Euro für ein Projekt. Ja. Ich gehe ein existenzielles Risiko ein mit dem Projekt. Pyrotechnik, da haben wir noch Showlicht, die beiden fetten Parcours plus Buzzertechnik und allem Scheiß plus Aufabbau. Als Anzahlung über 20.000 Euro. Ich hatte auch. Ja, oder du machst halt einfach mal einen kleinen Trimax Monte-Stream. Dann hast du so ein Projekt auch mal durchfinanziert. Die ein oder andere krasse Nacht, in der ich richtig Panik geschoben habe und auch vielleicht die ein oder andere Träne gerollt ist schon. 29. März, 23.08 Uhr und ich habe das erste Mal richtig Angst. Klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich muss einfach gerade drüber reden. So. Ist heute einfach wie so ein Hammerschlag auf mich runtergekommen, dass es hier um echt fucking viel geht. Dadurch, dass das alles selber machen, dass keine riesen Produktionsfirma dahinter hängt, die das alles abfängt oder so. Wenn das halt in die Hose geht, nicht. Dann geht's in die Hose. Kalter Marsch. Ich habe so viel Angst, dass ich es gerade am liebsten einfach sein lassen würde. Ich riskiere halt zum gewissen Maß auch einfach meine komplette Existenz. Und das macht mir wirklich tierische Angst. Wir sind jetzt bei 115. War doch ein bisschen über Budget. Um ehrlich zu sein, habe ich mir schon gedacht, dass es mehr wird, weil so Künstler schrauben das auch gerne mal so ein bisschen runter, was sie benötigen. Wir hatten noch nichts, aber wir mussten schon die ersten Sachen beauftragen, nichts, damit sie umgesetzt werden. Wir hatten keine Kandidaten, wir hatten keine Partner, wir hatten basically also kein Geld, aber wir haben eine Auftragsbestätigung für mehrere 10.000 Euro rausgehauen. Na, moin, chillig. Keine Ahnung. Das meint er mit nichts. Hast du schon auf dein Handy geguckt? Nein. Digga, was? Yo! Okay, was, Digga. was? Microsoft hat zugesagt. Was? Wer? Oh, Microsoft? Hat er euch richtig verstanden? Seit fucking Januar. Ich glaub's nicht. Es geht jetzt wirklich los, Basti. Verstehst du das? Es geht jetzt wirklich los. Alter. Die Partner waren halt einfach scheiße mutig, uns so viel Geld in die Hand zu drücken, ohne zu wissen, ob das und wie das überhaupt klappt, weil ich habe ja noch nie so ein Event gemacht, ne? Location. Ja, das wird schon geil, das wird schon richtig geil, wenn das technisch quasi funktioniert. War halt auch ewig langes Thema so, ist klar, ist super wichtig und wir brauchen da vor allem auch super viel Platz, ne? Wir brauchen eine gute Internetanbindung, wir können nicht einfach irgendeine Lagerhalle nehmen, weil wir haben eine Pyrotechnik, wir haben halt so Flammenwerfer und so ein Scheiß, das darf sich. Aber wieso haben die Flammenwerfer und Pyrotechnik, Alter, habe ich irgendwas verpasst? Brennen die uns da an, wenn wir irgendwie irgendwo lang falsch langlaufen oder wie? Die einfach überall einfach zünden. Da haben wir wirklich lange, lange gesucht, weil wir halt viel Platz brauchen, viel verschiedene Räume auch und so, auch mit Anlieferung, die ganzen LKWs müssen irgendwie anliefern können. Jetzt haben wir tatsächlich 1500 Quadratmeter so eine Konzerthalle gemietet. Natürlich. Oder Hallen, das sind ja mehrere. Wir haben monatelang ja schon gesagt, ich glaube, der Moment, wo wir realisieren, wie riesig das alles ist, was wir da machen, ja, ist der Moment, wo wir gleich in dieser Halle stehen. Glaube ich auch. Junge, guck dir das Ding mal an. Das ist die Halle, wo die Parcours später reinkommt. Geil. Guck dir das Riesenteil mal an hier. Es ist fucking insane, wie riesig das ist. Was haben wir getan, Passi? Hier geht's dann noch raus. Hier ist dann so der Food-Bereich. Hier nice. Das ist sehr wichtig bei so einem Event, der Food-Bereich. Ich hoffe, da wurden auch mal mindestens 50.000, 60.000 investiert, damit ich auch schön lecker was snacken kann. Wieder so ein Food-Container. Hoffentlich haben wir gutes Wetter, dann kann man hier draußen auch noch mal so ein bisschen chillen, gemütlich was essen und so. Geil. Und dann haben wir noch eine zweite Halle für nur Orga. Wir brauchen Freunde, an der Stelle schon mal kurzer Break. Auf jeden Fall YouTube, Marius angeschrien. Warum habe ich... Hä? Warum habe ich ihn nicht abonniert? Bin ich dumm? Ich bin doch eingeloggt. Okay. Ja, ich gucke jedenfalls ständig seine Videos, aber ich habe nicht abonniert. Siehst du? Bestes Beispiel. Vielleicht guckt ihr auch, habt nicht abonniert. Das passiert halt auch mal. Abonnieren und natürlich auch hier auf Twitch. Freunde,
auch mal auf Twitch. Ich hau das Ding auch einfach mal hier kurz in den Chat rein. Zack. Alle raufgehen, alle abonnieren. Freunde, da sind noch nicht mal 100.000 Follower drauf. Was ist da los? Ihr müsst reingehen, das ist das Event wahrscheinlich dann. Also ich denke mal, dass das ja dann da übertragen wird. Macht ja Sinn. So, das sollte klar sein. Für alle Leute, die das Video auf YouTube gucken, Links unten in der Videobeschreibung. Und eine zweite Halle nur für Orga. Dieser komplette Raum hier, dieser ganze Außenbereich, diese Riesenhalle, das alles gehört zu unserem Event. Das haben wir gemietet. Bin ich dumm? Ich hab doch bestimmt auf Twitch auch noch. Folge hier. Also, es ist wirklich. So, jetzt ist das erledigt und das macht jetzt bitte auch. Danke. Hallo. So, jetzt. Mietet. Für dieses Event. Das ist das Bekloppteste, was ich hier in meinem Leben versucht habe. Um mal zu testen, wie das wirklich ist, wenn man Gegenstände aus der virtuellen Welt echt anfassen kann, habe ich einfach mal ein komplettes Video muss das 3D-Modell von unserem Wohnzimmer und dem Flur und sowas gemacht und das ins VR-Headset gepackt. Wenn ich mich umschaue, seht ihr schon mal ganz grob mein Wohnzimmer, unsere Säule und so weiter und so fort. Das Allercoolste ist aber, wenn ich auf meine Hände schaue, sehe ich meine Hände. Oh, das ist natürlich nice, dass man seine Hände auf jeden Fall sieht. Füße sieht man nicht. Das, was ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie das ist. Ohne irgendwelche Handschuhe oder so im Virtual Reality und ihr könnt wirklich jeden Finger einzeln aneinander packen, auch irgendwie komplizierte Fingerbewegungen machen und das seht ihr alles auch im VR und dadurch könnt ihr auch wirklich mit euren Fingern den Küchentresen wirklich anfassen. Wie krank muss ich das anfühlen? Wie krank muss ich das anfühlen? Oder hier rüberfassen an die Wand hier und dann zum Beispiel so rüberschauen. Und dadurch fühlt man sich halt super safe, weil man einfach wirklich auch Sachen anfassen kann. Aber das ist ja krass, dass man wirklich auch so an so eine Kante fassen kann und das dann so noch 3D sieht. Ich meine, wie heftig ist das? Wie wird's geil? Deinen virtuellen, gleichzeitig echten Händen. Wir machen jetzt mit ultimativen Trust-Tests. Ich renne jetzt voll auf die Säule zu. Hä? Versuche mit meinen Händen dann abzuschließen. Oh mein Gott. Setz den Helm auf. Ich kann auch in die Hocke gehen, zur Hocke hochspringen. Selbst wenn ich jetzt mal so die Höhe ändern, drauf sitze, das geht ohne Probleme. Und ihr müsst euch überlegen, das ist erste Techniktest. Im Parcours machen wir es ja nochmal krass, da kann man dann wirklich alles auf den Zentimeter genau in der echten und in der virtuellen Welt anpassen. Und dass der erste Techniktest schon so gut funktioniert, macht mich mega pumped. Der Parcours ist... Ey, ich will das unbedingt, ich freue mich mega drauf. Ich will das unbedingt austesten, Alter, wie das ist. Bam, bam. Ich weiß auch gar nicht, ob wir dann so eine Testmöglichkeit kriegen oder ob das Ding ist, wir kriegen die Brille auf und dann bam, geht's los, weißt du? Das Herzstück von dem ganzen Bums, den wir hier machen. Welche Hindernisse da drin sind, wie der verläuft, wo du hoch und runter läufst. Das haben uns ja auch wir ausgedacht. Wir haben keinen Spezialisten gehabt, sondern wir haben uns wirklich hingesetzt. Also kurz für Dullis, die Brille gibt es doch schon, oder? Ja, na klar gibt's die Brille schon. Die hat er doch nicht selbst geschnitzt. Er macht nur einen Parcours und du machst damit... Na, das nur würde ich mal draus streichen. Er baut quasi diesen Parcours in echt. Baut dann ein komplettes Spiel, was matcht mit dem Parcours, sodass du durch einen echten Parcours läufst, aber das Ganze Virtual Reality-mäßig siehst. Das heißt, wenn du im Spiel zum Beispiel läufst und da kommt eine Holzkiste, dann ist diese Kiste halt auch in der Realität da, die du dann anfassen kannst. So, dann kommt dazu, dass das Ganze ein fettes Live-Event wird mit mehreren Kandidaten, also YouTubern, Instagramern, Twitch-Streamern, wer auch immer. Und dann in diesen Parcours, ich glaube, das werden vielleicht sogar zwei oder so, gegeneinander antreten oder auf Zeit spielen. Ah, vielleicht schiebt man das noch einen Meter nach da, einen Meter nach da. Wir haben sogar vor 4 Wochen oder so nochmal ein neues Hindernis gemacht, weil wir gemerkt haben, so, das war irgendwie noch nicht richtig. Heute fange ich an, die ganzen Leute anzuschreiben, ob die Bock haben mitzumachen. Oh. Monatelanges Organisieren, jetzt fangen die Telefonate an. Moin, es geht. Das klingt richtig geil. Vermischt quasi die Welt des Realen und des... Oh, das ist Martin. Virtuell zusammen. Genau. Du bist dabei? Ja. Mega geil. Hä, das war euch das gerade vielleicht? Ich weiß es nicht. Leute, es gibt ein Massive Upgrade und zwar haben wir jetzt alle 24 Teilnehmer plus Kommentator ready. Ich mache einfach mal eine fette Liste. So, wir gucken rein. Joey Beautics am Start, Papa Platte, Trimax, Stream Bam, Camera, Kinex, Revi Kettmann, Reapers ist, glaube ich, ist Reapers ein Streamer? Habe ich schon mal gehört, aber habe ich, glaube ich, noch nichts von gesehen.
Genau, Tim, Crispy Rob, Mo, Turmeric, Hatman, Gnu, Joyce Jungle, ja, Romatra auch am Start, Mickey TV. Oh, hier vielleicht auch zwischen Trimax und Mickey TV schon die ersten kleinen Sparring-Fights im Virtual Reality Raum. Man weiß es nicht. Ja. Marlin am Start, Simon Will, Krankrafter am Start, Kelly, Danny. Danny hat einen kleinen Schniedel. Warte, war das kleiner Schniedel oder was haben die gesungen? Chef Strobel, warte mal, war ein paar Blätter da? Doch, da oben, ja, genau. Chef Strobel, Fritz Meinecke und Dave. Sehr, sehr geile Kombo. Mega, 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 mega. Das wird geil, das wird geil. Ich hab mega Bock drauf. Ich bin hyped. Wer alles mit dabei ist, Trimax, Papa Platte, Julian Bam, Julia, Reefed, Chrissy Rob, Joey's Jungle, Dave, Tom Mary, Fritz Mein... Zu ihren Diensten! Einige und halt diese ganzen anderen Leute, wenn ich jetzt alle auf... Ich war in der Aufzählung mit dabei! Vielleicht, weil ich einer der Lieblinge bin von Marius. Vielleicht aber auch nicht. Sind jetzt mir morgen noch übel geil. So ein Teilnehmerraster gab es bei noch keinem Event. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das schon wieder geschafft haben. Es wird einfach nur komplett insane. Und so als Sportkommentator, sage ich mal, der halt so kommentiert, wenn die Leute durch den Parcours laufen, haben wir fürs Halbfinale und fürs Finale Knossi noch. Wie geil ist denn bitte, dass Knossi das Ding moderiert? Das kann ja nur eskalativ sein. Da sehe ich jetzt schon das Wort Gemeinicke fallen. Ja, und dann wird wieder behauptet, dass ich seine Badehose geklaut habe angeblich. Geil. Aber als Moderator finde ich perfekt. Finde ich wirklich perfekt. Es wird wild. Ich hätte nicht... Warum mit VR? Du kannst dann ja auch einfach drauf verzichten. Ist ja das Gleiche. Lukas, wo ist denn das Gleiche? Überlege doch mal, stell dir mal vor, der Parcours, den du hast, ja, der da wirklich real gebaut wird, der ist halt aus, keine Ahnung, Metallrohren und irgendwelchen Multiplexplatten. So, wie so ein Ninja Warrior Parcours zum Beispiel aussieht. Ist schon cool. Jetzt stell dir mal vor, mit der VR-Brille und dem 3D-Game, was Marius dazu baut, sieht das so aus, als würdest du, keine Ahnung, Indiana Jones-mäßig durch eine Mine laufen und alles sieht plötzlich ultra krank aus mit Feuer, Pyro, Bam. Oder du bist halt plötzlich im Weltall und springst auch von irgendwelchen Plattformen. Sieht doch ultra geisteskrank aus. Darum geht's doch, um in eine andere fiktive Welt einzutauchen. Ich gedacht, dass wir so viele geile Leute einfach kriegen, die an einem Tag wirklich da sind und dieses Turnier machen. Ja, wer würde denn da absagen, mal ganz ehrlich? Wer sagt denn sowas ab, außer vielleicht du hast jetzt keine Zeit? Aber Zeit nimmt man sich. Das Wichtigste überhaupt, wann findet das Event statt? Ja. Nächste Woche Sonntag, 2.5. ab 14 Uhr live. Freunde, direkt Terminkalender. Alles absagen, was drin steht. Sonntag, 2.5. 14 Uhr. Gibt's derb auf die Fresse. Auf meinem Twitch-Channel. Das heißt, erstmal alle auf Twitch reinfolgen. Ja. Das Link ist in der Beschreibung. Alles angeschrieben einfach. Dann ist das alles hier auf meinem Channel eine Doku-Serie. Das heißt, es ist heute nicht die einzige Doku. Es gibt am Mittwoch noch einen Teil. Ja. Es gibt am Samstag noch einen Teil. Ja. Dann gibt's auf meinem zweiten Channel jeden Tag ab heute bis Samstag noch ein Video dazu. Das heißt, es gibt echt verdammt viel geilen Content. Nice, nice, nice. Reinziehen kann. Ab heute. Hier sieht man schon mal den ersten Parcours ein bisschen. Okay, okay, okay. Ich muss mich auch direkt schon mal drauf vorbereiten. Ich muss mich vielleicht auch schon mal ein bisschen warm machen. Vielleicht muss ich auch schon mal klimmzugstangenmäßig ein bisschen abgehen. Der Parcours sieht in echt im Grunde genommen sehr nach einem Gerüst aus. Das ist der Kamm, worauf der Parcours gebaut wird, dann quasi. Genau, wir haben halt eine 2 Meter Länge und den einen, ja, ich glaube 500 von den 2 Metern. Viele fette Eisenstangen, Stahlstangen mit so Podesten und sowas. Das ist perfekt zum Balancieren, das ist super. Und überall ein bisschen schön gemacht und Matten halt, so Sportmatten. Ja. Und in VR wird es dann so ein bisschen dieser Wow-Effekt. Wie so ein Tor in eine andere Dimension, wenn das Ding aufsetzt. So ein bisschen. Stellt euch mal vor, das ist nur der Anfang. Und das wird so eine ganze Reihe. Und vielleicht, keine Ahnung, alle halbe Jahr oder so gibt es dann immer so kranke Events, ey. Würde ich eh feiern. Ich finde es sowieso geil, auch so das Thema Angelcamp, Horrorcamp. Siehst du, heute streamen doch auch irgendwie noch Sido, Knossi, Sascha und, obwohl ist Sascha nicht gerade bei dem Paintball-Event? Ich weiß gar nicht. Und Money Mark auf jeden Fall. Wegen diesem neuen Camp von den Jungs. Die machen ja auch wieder irgendwas Krasses. Ich finde das geil, ich finde die Entwicklung cool. Das ist, wenn du in ein alternatives Universum reinkommst. Diese Amar macht heute dieses, also erstmal Props generell an die ganze auch Twitch-Community, was die für kranke Events machen. Amar gerade jetzt hier mit seinem Paintball-Geschichte, habe ich gerade die ganze Zeit vorher reingeguckt. Dann Teammates, die Show. Alter, wie geil war bitte das denn? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn nicht, guckt euch irgendwie auf YouTube die Highlights an. Ich weiß nicht, ob die VODs noch online sind. Ich habe mir einfach im Nachhinein beide VODs von Trimax und Amar angeguckt. 8 Stunden am Stück. Es war einfach nur geisteskrank geil.
Also feiere ich mega diese ganze Event-Geschichte, wo die Leute einfach so richtig, Alter, ja, keine Ahnung, das ist wirklich so generell dieser Next-Level-Shit, was die Leute hier alles so aktuell an den Start bringen. Das ist krass. Du guckst, wo das aber irgendwie genauso aufgebaut ist. Okay, was aber, oh, da sind so Pflanzen, da sind so Kisten, welche Lichter. Hier vorne hast du halt diesen Miniaturbereich, wo du so klein bist und du selbst geil. Dann kletterst du hier hoch in so einen Piratenbereich, Alter. Mit so Wasserfällen hier an der Seite. Dann gehst du durch das Schiff. Alter, wie geil wird das denn? Hier hinten ist dann nochmal so am Ziel so eine fette, schwebende Burg irgendwie. Aber ich finde so vom Konzept her, schaut das auf jeden Fall mega geil aus. Wenn man jetzt wirklich diesen... Du musst halt echt auf das so vertrauen, ne? Weil es ist ja... Oh, ich stelle mir das krass vor. Ob dein Gehirn es schafft, das wirklich einzuschätzen. Distanzen und sowas. Wenn du so ein Parcours normal durchläufst, okay. Aber stellt euch vor, da ist eine Kante, ihr läuft auf eine Box zu. Und ihr wollt auf die Box hoch. Dann müsst ihr wirklich ja auf den Zentimeter von eurem Kopf her das einschätzen können, wann ihr abspringt, wann ihr eure Hände drauf macht und so weiter. Ne? Und vielleicht wird es auch richtig dargestellt, aber die Frage ist, ob euer Kopf diese Informationen in dieser Virtual Reality Welt überhaupt richtig wahrnehmen kann und sich nicht vielleicht verschätzt oder so. Und dann bam, mit dem Gesicht voll auf die Kante, Alter. Einen kompletten Parcours in 4 bis 5 verschiedene Teile einteilt, hat man die ganze Zeit so verschiedene Bereiche und immer so neue Eindrücke und das alles wirkt halt wie so ein Traum von jedem Gamer. Keine Ahnung, was, ja, was dabei ist. Ich muss sagen, jetzt wo ich das hier so sehe langsam, ist eine echt geile Sache und vor allem habe ich das auch schon mal so ein bisschen in VR getestet. Ja, es ist so geil, die Aussicht. Dann okay, wir können schon mal lernen. Also man muss am Anfang da runterspringen. Erstmal. Sehr gut, sehr gut. Der Jump runter. Der ist schon sick. Ey, alleine könnte ich das Projekt gar nicht machen. Klar, Passi bei allem dabei. Passi, das Orga-Brain hinter der ganzen Sache. Ist so aufteil. Passi macht so krasse Orga. Ich bin so Kreativkopf. Dann haben wir hier Hendrickson behind the cam. Der macht quasi die ganze krasse Doku hier. Das ist halt auch geil, wenn du so ein krasses Projekt machst, dass du dann jemanden hast, der sich dann um das filmerische, dokumentarische kümmert. Weil stell dir mal vor, du machst so einen kranken Shit und musst dich dann noch kümmern, das auch noch richtig geil zu dokumentieren, dich selbst zu interviewen quasi. Alter. Holy shit, ey. Dann haben wir noch Annika, Isa und Marie. Die haben sich um das ganze Ding mit so Vermarktung gekümmert, dass wir Sponsoren haben, die da uns unterstützen. Dann haben wir natürlich noch ein komplettes Bühnenbauer-Team, Screamtechnik-Team, was sich um die 15 Kameras kümmert, die wir später vor Ort haben. Dann haben wir natürlich noch ein komplettes Corona-Team, was so die ganzen Tests macht. Stimmt, Corona, das war ja auch noch, ne? Das gibt's ja auch aktuell noch. Ist das noch da? Gibt's das noch? Oder ist das durch mittlerweile? Wie lange geht das jetzt noch? Sanitäter, dann haben wir natürlich noch jemanden, der sich um die ganzen... Ist noch da, ja? Schreiter, ist noch da? 2022 noch, ja? Okay. Müsste ich erledigt haben, ist durch, Corona ist erledigt. Arbeit im AD, es geht jetzt erst wieder los. Ne, für die Zeit ist vorbei. Ist vorbei, ja? Ist durch? Okay, nee, dann ist ja gut. Anreise von den ganzen Creator kümmert. Und die ganzen Leute vor Ort müssen natürlich auch was essen. Wir haben halt nicht einfach irgendein Catering geholt, sondern... Hallo, ich bin der andere von Paluten. Ich koche jetzt. Es gibt Burger. Ich bringe mein Team mit. Mein Team kann nicht kochen. Das heißt, es gibt manchmal auch schlechte Burger. Wir haben vegan, wir haben vegetarischen und zweiten Fleisch. Scharf normal, vegetarisch normal und vegan normal. Mega. Da gehe ich aber rein beim vegetarischen Burger. Let's go, Alter. Also ich glaube, am Tag selbst sind wir dann wirklich ein Team von 30 Leuten. Was erstmal super viel klingt, aber... Ganz ehrlich? Moment, plus Kandidaten oder ohne? Ich finde, das klingt recht wenig. Wenn jetzt die Kandidaten dann bei den 30 schon mit drin sind? Also ich hatte neulich einen Werbedreh. Wird aber erst später ausgestrahlt, Mitte, Ende des Jahres. Und da waren wir, glaube ich, 40 Leute. Und da wurde nur gedreht. Da wurden 2 3-Sekunden-Clips gedreht. Ohne, nur das Team. Ah, okay. Ja, gut, dann, ja, okay. Ja, aber klar. Ich hätte fast gedacht, mehr. Ja. Für die Größe, was wir da machen, ist es eigentlich gar nicht so viel. Wenn ein haben wir noch Corona dabei? 3 noch? Gar keins? Ich sag immer, hast du 1 Smiley zu viel, hast du immer nichts mehr zu lachen. Ein einziger wegfällt, schon schwierig. Und da ist natürlich super wichtig, Hygienekonzept. Wir haben halt alles übel viel mit Ordnungsamt und allem abgesprochen. Alle Menschen, die ihr in diesen Videos seht, immer negativ getestet. Dann haben wir... Kannst du mal Alarm rufen? Alarm! Alarm!
Natürlich auch so Geschichten wie, alle haben eigene Ankunftszeiten, damit man sich vorher nicht begegnet. Laufwege, Desinfektionsroutinen, Hygienebeauftragten, alles, was man da machen kann, um es sicher zu machen. Auch am Event selbst, jeder Mensch, jeder Teilnehmer, jeder von der Crew, jeder, der in dieser Halle rumläuft, negativ getestet. Aktuell negativ getestet. Auch von geschultem Personal. Wir haben das Deutsche Rote Kreuz da und das ist ein super ernstes und sehr wichtiges Thema. Plus, man darf nicht vergessen, gerade am Tag, wo so viele da sind, das ganze Team mit Masken tragen. Ja. Nur die Darsteller haben die Freiheit, nach der Maske keine Maske zu tragen. So limmig, ich kann ohne Maske rumlaufen, so sieht's gut aus. Genau. Wir haben übel lange überlegt, wir haben uns ganz strukturell manchmal rangesetzt, so wirklich gebrainstormt. Locker über 3 Wochen oder so. Aber der Name, den wir am Ende genommen haben, der war im Endeffekt ein Zufall. Wir wollten gerade Namensfindung machen. Machen uns angeschrieben Virtual Reality Parkour. Und dann meinte ich irgendwie so, ja, aber wir wollen ja VR irgendwie auf. Und dann kommt Mario so schreit. Next Level. Ja, Next Level. Ich finde den Namen übelst geil. Next Level ist, also wenn ich, was ihr sagt, aber finde ich geil. Finde ich mega gut. Wir machen so vor den Kopf und dann kommt es einfach so. Ja, Next Level. Ist ja wirklich so Next Level, was das ist. So was, ja, hat man noch nicht gesehen. Es hat mit Gaming Bezug durch diesen VR-Shit. Es ist für mich und uns einfach auch irgendwie so als Creator auch nochmal so Next Level, sowas haben wir im Ansatz noch. Kriegen wir da Intimschutz eigentlich? Weil ich habe vorhin gesehen hier, die haben ja beim Paintball-Spiel haben die auch Intimschutz. Schon, oder? Stell dir mal vor, du Livestream und du rutscht weg und haust dir die Klöten auf, Alter. Scheiße. Und deswegen passt das sowohl alles zusammen, was da passiert, als auch, was das für uns persönlich bedeutet. Für den ganzen Bums haben wir in den letzten Tagen passend ich jetzt noch ein Logo gemacht. Ich habe mir einfach irgendwie so ein bisschen Futuristic-Style-mäßig irgendwas ausgedacht. Mit verschiedenen Futuristic-Fonts und einfach mal so ein paar Trennlinien verbunden und dann ihm gezeigt, ein paar Tage liegen lassen und dann haben wir eigentlich gesagt so, yo. Das ist es. Es sieht auch geil aus, oder? Wie das da angeordnet ist, Next Level. Die sind hier alle auf, hier hast du einmal diese Linie und dann hier oben das drin. Ich find's stark, ich find's richtig geil. Finale Logo, ich find's extrem geil. Ja, zwischendrin haben wir noch 3. Ah, krass, sogar mit so einem 3, mit so einem Ding-Effekt. Das obere finde ich geil. Das ist dieser, hier, das ist so eine 3D-Brille, so ein Effekt-Ding. 20.000 Farbvarianten ausprobiert, um dann wieder bei weiß zu landen, aber ja. Prinzipiell ja so. Ich bin gespannt auf den LKW. Ich sehe auf jeden Fall schon was. Ein Truck. Ich weiß nur nicht, ob... Doch, ich glaube, der ist da. Nein! Das ist das andere Scheiße. Das ist einfach unser Truck. Ich dachte, das ist halt eher so ein Transporter. Aber das ist so ein richtig fetter LKW. Klar. 14 Tonner ist es. Und der muss zweimal fahren. Nur für den Parcours. Und den laden wir jetzt mal voll. Da sind teilweise nur Kabel drin. Da vorne das ganze gestapelt ist der Parcours. Es ist so viel Zeug. Ich unterschätze das jedes Mal, ne? Das ist krank. Das ist absolut krank, dass da jetzt 200 Kisten und einfach eingeladen werden, ne? Das hier ist nur einer von 2 LKWs. Wir machen einen zweiten komplett voll. Das wird jetzt am Montag alles zur Location gebracht und dann bauen wir alles auf. Den ganzen Aufbau seht ihr dann am Mittwoch in der nächsten Doku. Es wird absolut krass. Generell so diese ganze Eventschiene, auch egal was es ist, auch ob es Konzerte sind oder irgendein anderer Kram, was da bewegt und aufgebaut wird, wie so Ameisen. Brrr. Jetzt geht's los. Okay, Freunde. Geile Nummer. Also, Punkt 1, Twitch, Marius angeschrien, abonnieren. Punkt 2, im Terminkalender blocken, 2.5., das ist diesen Sonntag, 14 Uhr, gibt's auf die Fresse. Und Punkt 3, Marius angeschrien auf YouTube, abonnieren. Und Punkt 4, Fritz Meinecke Live-Kanal abonnieren. So, das ist eure To-Do-Liste, eure Aufgaben für heute. So, nämlich.